herzlich willkommen zu einem neuen Travel Talk. Im heutigen geht es um Roadtrips, wie man vielleicht schon an meinem T-Shirt erkennen kann. Und ja, ich möchte euch gerne von meinen vergangenen Roadtrips erzählen und was für mich einen guten Roadtrip ausmacht. Und ich erzähle euch auch von meinem nächsten Roadtrip, der nämlich schon bald startet. Yay! Roadtrip ging nach Frankreich zusammen mit meinem Freund. Das war 2014 im April. Und ja, da haben wir uns einfach gedacht, wir fahren erst nach Köln auf so einem Nachtflohmarkt. Und da in der Nähe war dann noch eine Freundin von meinem Freund seiner Mutter, wo wir besucht haben, wo wir auch schlafen durften. Und dann sind wir halt in die Normandie gefahren und haben dort auch zufällig noch Freunde getroffen von meinem Freund. Weil die dort auch gerade waren zum Surfen. Und ja, so hat sich das alles zusammengefügt. Und wir haben halt nichts geplant gehabt. Keine Unterkunft gebucht oder so. Wir haben halt ein Zelt mitgenommen und haben dann gecampt. Auch wenn das Wetter nicht optimal dafür war, weil es war ziemlich kalt. Und ich habe mir sogar eine richtig krasse Erkältung eingefangen dann zum Schluss. Es war nicht so schön. Aber es war trotzdem generell die Erfahrung war ziemlich cool und ja, unser nächster Roadtrip war dann in Marokko, also unser zweiter. Da haben wir 9 Tage lang ein Auto gemietet und sind in den Bergen und in der Wüste rumgefahren. Und ja, das war ziemlich schön, weil die Landschaft einfach total anders war. Die hat man noch nie gesehen halt irgendwie. Und ja, man ist halt auch ab und zu halt ausgestiegen, hat Fotos machen können und war einfach so selbstbestimmt. Und ja, die Landschaft in Marokko ist einfach richtig geil, kann ich wirklich nur empfehlen, mit dem Auto da durchzufahren. Das ist das Beste. Auch so generell die Leute lernt man besser dadurch kennen, anstatt in Marokko oder so, in so Städten. Die sind einfach viel freundlicher. Und ja, wir haben da auch nicht viel geplant gehabt. Wir hatten auch wieder eine Karte, so wie bei unserem ersten Roadtrip, und haben dann halt anhand von den Orten hat dann immer gesagt, ja, heute fahren wir dahin und dann ja, da. Und ja, die Unterkünfte haben wir auch nichts gebucht, haben wir so spontan, also dort gefunden. Oder wurden halt angesprochen, ob wir bei einer Unterkunft ja, bleiben wollen. Oder halt mit dem Reiseführer haben wir auch ein paar Sachen rausgelesen dann und dann halt so als Anhaltspunkte. Aber das meiste war halt wirklich nicht geplant und es war halt einfach das Beste. Mein dritter Roadtrip war mal nicht mit meinem Freund, sondern mit meiner Hippie-Freundin Josie. Ja, mit ihrem 2CV, aka Ente, also Zitronen 2CV, haben wir das Elsass ein bisschen unsicher gemacht, sind da rumgefahren und hatten eine schöne Zeit und haben auch wieder nichts geplant gehabt, alles zufällig gefunden. Also Campingplätze hauptsächlich und ja, das Wetter war ziemlich geil, war ziemlich heiß. Es war im Juni letztes Jahr und ja, ich habe sogar einen Sonnenbrand bekommen, obwohl ich nie Sonnenbrand bekomme, aber halt von der Sonne im Auto, wo dann halt so stark drauf geschienen ist, hatte ich dann halt doch einen. Und ja, was soll ich noch dazu sagen? Es war auf jeden Fall ziemlich schön, mal mit einer Freundin wegzufahren, anstatt immer nur mit einem Freund, weil es halt eine ganz andere Erfahrung ist und wir uns auch viel besser kennenlernten dadurch und es war richtig schön. Und wie ihr jetzt vielleicht heraushören konntet, macht für mich der perfekte Roadtrip erstens mal aus, dass man spontan unterwegs ist, also dass man nichts vorher bucht, dann zweitens, dass man am besten halt irgendwie auf Campingplätze geht oder im Auto pennt. Also der Traum wäre ja hier mit diesem VW-Bus, ne, T1, T2, von mir aus noch T3. Ja, einfach da drin zu pennen und also so richtig Vanlife, Campingleben so. Und ja, das dritte ist natürlich eine gute Gesellschaft. Also entweder der Freund oder eine gute Freundin. Oder halt eine kleine Gruppe von Freunden, die man halt um sich hat. Und ja, weil alleine ein Roadtrip macht irgendwie keinen Sinn, finde ich jetzt. Man braucht einfach irgendwie einen Gesprächspartner, mindestens einen. Genau, das sind so meine drei ja,
Faktoren, die einen Roadtrip für mich perfekt machen. Dazu kommt natürlich dann auch noch die Landschaft, die Natur, wobei es ja beim Roadtrip eigentlich auch so hauptsächlich geht. Also man geht ja nicht von Stadt zu Stadt, finde ich. Da kann man auch gleich einen Städtetrip machen, ne? Also Roadtrip ist das so, der Weg ist das Ziel. Deswegen eine schöne Landschaft, wo man dann schön immer anhalten kann und Fotos machen kann. Und ja, das ist so für mich das Tolle an einem Roadtrip. Einfach auch die Freiheit, irgendwie alles zu tun, also nichts gebunden zu sein. Am besten natürlich viel Zeit mitbringen. Wie gesagt, in 3 Tagen geht es natürlich auch voll klar. Oder eine Woche. Und genau. Das ist für mich der perfekte Roadtrip. Wie angekündigt, möchte ich euch von meinem nächsten Roadtrip erzählen. Nämlich geht es für mich, also wenn das Video online kommt, ist Mittwoch. Und am Samstag gehe ich auf meinen mittlerweile 4. Roadtrip in meinem Leben. mit meinem Freund für 2 Wochen nach Frankreich und nach Spanien. Also wir haben vor, erstmal da Richtung Montpellier zu fahren, also Côte d'Azur nach Frankreich und dann über die Pyrenäen nach Barcelona. Aber ja, mal schauen, wie das dann so klappt. Wie gesagt, Spontanität ist ja das Wichtigste bei einem Roadtrip für mich. Deswegen kann auch sein, dass wir ganz woanders landen. Aber so eine grobe Route haben wir eigentlich immer. Deswegen, ja, da geht es dann für mich hin. Deswegen wird es auch auf meinem Blog ein bisschen ruhiger werden die nächsten 2 Wochen. Also gar nichts. Ich habe nichts vorbereitet, weil ich auch keinen Bock hatte und keine Ideen, irgendwas vorzubereiten. Genau. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr könnt mir ja mal verraten, ob ihr schon Roadtrips gemacht habt und was für euch der perfekte Roadtrip ist oder ausmacht. Und ja, ich freue mich über eure Meinung. Bis dann. Tschüss.